Müsst eher auf Full Sack sein. Verbesserte Bereitschaft der Reparaturmannschaft ist auch so ein Arschloch-Skill. Minus 0,8% Reladezeit. Bin ich tatsächlich nicht so geil. Das ist. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe ja gerade was gesehen, was habe ich denn da? Ah, ich habe alles auf Sack, okay. Na ja gut, hilft halt alles nichts, ne? Hätte besser das gemacht, aber Hab ich mal. auch. Ach, ich kann ja neu. Weißt du was, hau rein, ich kann ja danach umskillen, Gott sei Dank. Aber Jackie, ich war gar nicht der letzte Überlebende. Ich war der vorletzte Überlebende. Dann bin ich gestorben. Nicht mehr das Wahre. Weißt du, traurig. Ende Also ja, er sagt. hat sich selbst getötet. Ende sagt, das deckt irgendwann, dass es sinnvoll werden könnte. Das Problem ist. Aber warum waren wir T7? Ist so random Scheiße. Als Spaß macht, Litchi. Unengaging Unengaging Combat. gleich. Es deckt schon irgendwann. Die Frage ist halt, wie viel potenziellen Schaden kannst du. Kennt ihr den Skill, den Wargaming neu eingeführt hat, auf 3 für Schlachtschiffe, dass du für, waren es 100, nein, nicht für 100.000, für wie viel bekommt man 0,8% schnellere Nachladezeit des Heals? Kann man das bitte noch einmal reinschreiben, nicht damit ich einen Scheiß erzähle. Dankeschön, Jeremy, das werde ich machen. Sharky freut sich immer, wenn er mehr Ehre. Ja, 0,8 schon, aber für wie viel potenziellen Schaden, Astrakel? Ja, müsste doch der sein, wo man für potenziellen Schaden 0,8 bekommt. Beim GK für 105.000 Brustschaden 0,1. 0,8, okay. Ah, also für jedes Mal TP in potenziellen Schaden bekommt man 0,8. Ist das korrekt? Okay. Das bedeutet, man müsste eine halbe Million tanken, um 8% zu bekommen. Eine Million für 16% und 1,5 in der Scharnhorst für Ja, was ist das? ein Viertel. Bitte? Was ist, kriegst du ja nicht mehr, kriegst du ja hin, locker. Ja, da kriegst du hin. Oh, fuck! Dann hast du quasi keine 80 Sekunden mehr, sondern 25 Sekunden. Jetzt ist aber, sondern 60 Sekunden, weil 25% weniger ist. Dementsprechend ist jetzt die Frage, wie viel Schaden nehme ich, während ich auf 1,5 Millionen komme und wie viele Reparaturmannschaften setze ich schon ein? Ergo, wie viel habe ich da noch übrig, um überhaupt in den Genuss davon zu kommen? Weißt du, wie ich meine? Nee, 3 mal 8 sind 24%, Theo. Aber das ist halt die Frage. Quasi man bekommt eine kürzere Nachladezeit für etwas, was man schon gebraucht hat und was endlich ist. Wenn jetzt Wargaming ein Schlachtschiff rausbringt, wo man unendlich Heals hat, dann ist Bombe. Aber so? Ich weiß nicht. Was sagt ihr zwei? Ihr habt nicht zugehört wahrscheinlich, ne? Ich bin gerade fast eingeschlafen bei diesem ganzen TP, Schmepi, Skills, Gedöns. Tut mir leid, zu trocken. Du musst es schöner machen. Veranschauliche es mir mit Brüsten. Fluffy Power. Ich weiß nicht, ob ich das sollte. Ich weiß auch nicht, ob ich das möchte. Du hinter mir, Sharky. Ach ja, du bist zu weit. Ja. Aber Litchi, das ist nicht gesund. Jetzt hast du dir das selbst das ins ist Pott Georgia da genommen. vorne noch, ne? Aufpasse, das ist noch eine Georgia. Wo denn? Hinter der anderen. Hinter der Gneisenau. War nie offen. Wie willst du das wissen? Ich habe auf die Georgia geschossen, die war mega lang offen. Da wird mir nicht angezeigt. Als Last Position. Bist du sicher, dass es eine Georgia war und nicht eine Endracht? Zwei Brände Es lang. kann auch die, es kann auch die Endracht gewesen sein. Wie ist auch die Georgia gewesen? Ich weiß nicht.
Ich hab ganz eindeutig Georgia gewesen, ich schwöre bei Gott. Guck mal durch, Mundi in der Acht. Na, jetzt kommt der kleine. Wir können das ja mit dem potenziellen Schaden hier einmal durchmachen. Und das Feuer, pass auf, da kommt die Idee raus, die Akra kommt zu uns. Die Endracht gebeacht. Dann werde ich mal hier beachen und die Kongress wird das machen. Die hätte auch mal einen Radar reinsetzen können. Da. Ah, Secondary! Bum, bum, bum. Ah, erster Heal geht durch. Was für ein Torpedo-Suppe, Alter. So, die Gneise, das alte Haus, muss raus, bevor sie die nächsten Torps abgibt. Die wird aber nochmal werfen, Alter. Ah, das wird sie nicht. Bitte. Ich muss schnell abhauen hier. Dann hinter die Insel. Gott, ich hasse diese Bomber. Ach, der ist ja mega leicht. Eigentlich müsste ich da selbst mit einem 200... Ja, scheiß, leck mich an. Und scheiß müsste ich da. Und dann fällt mir der Torpedowerfer auf der Seite aus. Was haben Sie jetzt? Ja, oh. Bei DD ist unten das Sittel, ja. Jetzt hätten wir 8% schnellere Nachladezeit des... Deals. Akatsuki hat 1, 3. Sehr gut, sind alle raus. Jetzt können wir reinpushen, Schalke. Das sind aber zwei, ne? Mach mal dein deutsches Radar an. Schnell. Ich hab keins. Oh Gott, oh Gott, da kommt Torpedos. Ganz schön viele Torpedos. Von rechts. Ja, die Flutung, fuck you. Hättest du nicht den ganz rechts auch aufnehmen können? Ja, natürlich. Ich mach alles für dich, ne? Ich tanke, ich fahr nach vorne, ich scout, ich mach Schaden. Nämlich den extra mit unnötigerweise. Unnötigerweise. Weißt du, wir sind halt hier ganz alleine, ne? Wenn wir das nicht kriegen, dann. Unser Team ist auch schon, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie nicht am Start. Oh, so, surprise, motherfucker! Das hätte ich auch kassiert. Surprise! Oh, hinter dir, Brian! Oh mein Gott! Hier. Oh mein Gott! Nein! Töte es schnell! Einen nehme ich, aber nur einen. Hör auf, zweiter reinzudrehen, du dummes Stück Scheiße von einem Schiff. Ich liebe dich. Lass mich vor, André. Nein, ich lass mich vor. Muss ich nur auspacken, ich bin gleich wieder schussfähig. Was für ein intensives Gefecht. Soll ich rein, Torblitsche? Das ist ein Kita vor uns. Die schon abgehauen. Kita. Gott im Himmel! Warum? Sandwich bei DD, so ist es. Wieder drei Treffer, da ist sie. Da ist sie. Da verrecke ich einfach, gut ist. Einfach verrecken. Da kann der Kill. Gib ihm! Oh, shit! Kita-Torpedos. Hat die eine auch geleicht? Hat sie oder hat sie nicht? Luchi, ich helfe dir gleich. Also meine Sack hilft dir sowieso schon, aber... Es lohnt sich die Schaden aus deiner Meinung heutzutage noch? Nein. Ja, das ist auf schwierig. Fall. Hallo, guck mal, wie wir durchpushen mit den Schaden raus. Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja, schon, Holzer, aber... bitte, Fokus. Ich will nicht schon wieder sterben. Was soll Kreuzer? Hier ist kein Kreuzer. Doch, was? Seattle, Charles Martel. Ja, wie willst du denn? Hallo, will doch nicht schon wieder sterben. Schieß doch mal drauf. Was ist denn da los? Was soll ich machen, Sander? Die ist so weit weg. Die kann ich gar nicht raten. Ach, ihr schießt drauf. Die schießen alle auf mich. Töte sie. Doch, ich bin leider hinter der Insel der Prime. Alter. Nitschi, schieß aus deinem Smoke drauf. Die wollen mich abfackeln. Ich hab keinen Smoke. Muss erstmal navigieren. Die schießen von allen Seiten auf mich. Ja, ich helfe dir bei Seattle, kein Problem. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz um die Ecke kommen, bitte. Komm, stirb, mach Zitas. Ach, leck mich doch. Ah, da, auf keinen Fall hier. Auf keinen Fall hier die Schadenhorst kaufen. Die ist nicht so OP, wie man es gerne hätte.
Hallo, was macht denn das Team auf der anderen Seite? Torpedo. Wann nicht sterben? Ja, du, das, den Wunsch werde ich dir nicht erfüllen können. Die boomsen mich hier richtig. Dann bin ich auch tot. Du, wir kämpfen zusammen und wir sterben zusammen. Noch ein Brand, ja, lutsch doch meinen. Geh raus, Salve! Ja! Jetzt gibst du mir eine Zitadelle, Wargaming! Willst du mich ficken? Die Antwort darauf ist ja. Nein, komm schon. Wäre das eine Salve, zwei Salven vorher gewesen, dann wäre die Scheiße schon durch. Ich hätte überlebt oder hätte noch eine Salve auf die Charles Martel gemacht. Das soll nicht euer Schaden sein. Verlosen wir einen Karma-Code. Valigi, jetzt will ich aber liefern sehen. So viel Support von Schlachtschiffen hast du in deinem Leben noch nie bekommen im DD. Noch nie. Hat Prime was gesagt? Ich habe ihn nicht gehört. Noch nie. Hallo, ist das an? Hallo. Wenn das nicht an ist, dann singe ich eine Runde. Nein, ich bin nicht ein Torpedo. Du ein Scheiß. Es geht nicht mehr. Ich hab's jetzt überprüft, es war an. Oh, da hat noch zwei Drittel Leben hier. Mal kurz verstecken, der Fuck-Insel, ne? Der Heal wäre jetzt aber schneller wieder bereit gewesen. Das stimmt. Aber er wäre nur 3x8% schneller gewesen, oder? Ein bisschen mehr, also 25% sagen wir. Ich hätte es tatsächlich viel, viel geiler gefunden, wenn Wargaming die Reparaturmannschaft, also das R, bei jedem Schiff schneller nachladen hätte lassen. Das wäre richtig geil gewesen. Dann hätte jedes Schlachtschiff, das viel tankt, die Brände schneller löschen können. Und es wäre noch lustig gewesen, weil es hätte sich gebissen mit dem anderen Threat oder dem anderen Skill, dass man, je mehr Feuer man hat, schnellere Nachladezeit hat. Da hätte man sich entscheiden müssen, nämlich das eine oder das andere. Nicht, dass man in die Versuchung kommt, eins von den beiden zu nehmen. Oh nein. Aber, ne? Wäre eine Möglichkeit gewesen. Mal so nebenbei. Wir sind Scharke. Warum hast du nur noch so viele Trefferpunkte? Hätte ich vorlocken können lassen. Was? Ja. Positioning, Freund, Positioning. Ich jammer da jetzt nicht rum, wie heroisch ich nach vorne gefahren bin und im Stich gelassen worden. Manchmal ist das halt so. Hätte ich besser auf die Karte achten müssen. Mit meinen verräterischen. Töte die Schalzmartel! Muss ich mal nachladen. Kann man im Schiff wünscht sich U-Boote wünschen? Nein, Jonas, weil U-Boote gibt's nur im Koop. Wir fahren kein Koop. Und Ranked gibt's erst ab dem 18. Koop ist nicht gut. So ist es. Weil im Koop bringt dir auch kein U-Boot was, weil die Leute aufeinander rumjolon. Also die jolon wirklich nur rein. Wobei, aufeinander, ne? Zu den Boots. Und am Ende sitzt du halt da und hast überhaupt nichts gemacht. Ich möchte mal anmerken, was Merel gerade schreibt. Ganz, ganz wichtig. Wie er sich hinter der Insel verstecken tut und den Prime hat hups gehen lassen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas, was dem Prime ein gutes Licht stellt. Nein, was dich in ein schlechtes Licht stellt. Das ist genau gleich gut. Das war taktisches Manövering, mein Freund, weil da war der Lion und da war auch noch die Charles Martel. Muss man erstmal ein bisschen abwarten, bis die Lion halt die geschossen hat. Da war noch eine Charles Martel. Wo kam die denn her? Ja. Die habe ich leider nicht mehr erledigen können, nachdem ich beide Akizukis bespaßt habe. Ja, die Gneisenau, die Endracht und die Seattle. Na klar, hast du alles alleine gemacht, der Frage. Nee, alleine nicht, aber die haben alle auf mich alleine geschossen. Aber das Schöne ist, jetzt hat Prime endlich mal gesehen, wie es ist, wenn man vorne ist. Was soll denn das jetzt heißen? Finde ich gut. Stell vor, ich würde jedes Mal so eine Triade aus Gefälligkeiten und selbst, wie soll man sagen, Selbstbeweihräucherung von mir lassen, wenn ich jedes Mal sterben würde, wenn ich vorne wäre. Das wäre ja fast täglich, jeden Tag. Das machst du ja auch, aber seit 2021 hat der heroische Scharke, der Schlachtschifffahrer Scharke, hat World of Warships den Rücken gekehrt und rausgekommen ist der Camper Scharke, der was sagt, oh, lass mal abwarten da. Oh, lass mal hinter die Insel fahren. Oh ja, Prime, ich bin hinter dir, ist schon okay. Und dann schaue ich so zurück, kein Scharke weit und breit. Sieht man hinter der Insel nicht. Und dann taucht er in Minute 12 auf. Taktisch, 50% Leben. Taktisch.
Ja, aber du siehst, du bist mit Platz 1 belohnt, wirst du durch deinen heroischen Einsatz. Ja, ja, es hätte auch heroisch in die Hose gehen können, ne? Hätte ich noch, aber... Da wäre ich dafür gewesen. Legit gönnt einfach nichts. So sieht das aus. Ja, ja, ja. Ja. Ganz schwieriges Thema heute. Aber schauen wir, was uns das gebracht hätte hier. Ja.